Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Nun fangen wir hier direkt gleich einmal mit meinem Main-Krieger an und gucken einmal rein, ob wir nun Glück in unserem Weekly Chest haben oder nicht. Ich bin da jetzt sehr gespannt. Ich brauche ja nicht mehr wirklich was. Es geht hier wirklich nur noch um sogenannte Luxusprobleme bei meinem Krieger zum Beispiel. Okay, den Ring können wir gleich vergessen. Das ist der mit Vielseitigkeit Meisterschaft, soweit ich mich erinnere. Richtig. Rasender Puls 3, auch Bullshit. Ja, das können wir einfach direkt wieder vergessen. Das wäre jetzt was für Monk wäre das sehr geil gewesen jetzt zum Beispiel. Für den DK wäre der Ring zum Beispiel sehr, sehr geil. Aber guck mal wenigstens, was haben wir denn für einen Ring? Ja, Ring sei schon. Key. Ja, wenigstens haben wir dort einen 15er Freihafen. Das ist immerhin schon mal etwas. Aber das hier ist auf jeden Fall Crap. Naja, man kann nicht immer Glück haben. Nun gehen wir gleich einmal weiter und werfen einfach mal einen Blick bei dem Todesritter in die Weekly-Kiste, ob der mehr Glück hatte oder nicht. Ja, dann würde ich doch mal sagen, werfen wir mal einen Blick mit unserem guten Todesritter in seine Weekly-Kiste rein. Dam, 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 eine Hose. Vielseitigkeit und Meisterschaft. Das ist immer schon mal geil. Ja, also ich brauche sowieso immer mehr Vielseitigkeit. Und Meisterschaft ist auch geil. Unend, was unbeschreibliche Wahrheit anlegen. Eure Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, euch die unbeschreibliche Wahrheit zu vermitteln und so eure Abklingzeiten 10 Sekunden lang um 30% zu beschleunigen. Das ist geil an sich. Ist auf jeden Fall geil. Und ein Freihafen-Key zieht der auch noch. Ja, easy, ne? Also, die Hose, die gönne ich mir echt mal. Die gönne ich mir jetzt wirklich. Die ist schon echt, echt very, very nice. So, jetzt haben wir schon 19% Vielseitigkeit, ne? Ich hatte noch gestern gar nichts gekauft. So, jetzt können wir noch unten uns für Titanresidium noch eine, ja, ein Item kaufen. Also sehen wir uns unten gleich beim Titanresidium-Händler wieder. Ja, so, da sind wir auch nun unten beim Titanresidium-Händler angekommen. Jetzt darf sich der DK hier für 4750 Titanresidium eine 480er Brust gönnen und wir hoffen, dass da auch für, wie heißt dieser Skill, genau, Knochen der Verdammten wieder drauf ist, denn den Skill haben wir nur einmal, theoretisch gesehen sollten wir den zweimal drauf haben, auf jeden Fall, daher gucken wir einmal rein, ist drauf, ist nice, das ist geil, so, dann nehmen wir den auch gleich mit hier, dann ziehen wir die auch gleich einmal an. So easy. Also da muss man einfach mal sagen, der Todesritter hatte echt wirklich sehr, sehr guten Loot in seiner Weekly Chest und genauso auch wirklich nochmal sehr, sehr geilen Loot an sich hier. Jetzt können wir gucken, wenn wir Crit erhöhen. Wir nehmen aber hier einfach die Runenwaffe auf jeden Fall mit, weil wieder Crit brauchen wir hier nicht. Ja, ich würde auf jeden Fall, jetzt können wir halt überlegen, ne? Wir können dauerhaft Tempo erhöhen oder halt einfach auf Proc. Ich würde hier immer sagen, wir nehmen einfach die dauerhafte Lösung einfach mit. Ne? Und dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal das Schild. Das war, wie viel absorbieren wir jetzt schon? Wir absorbieren jetzt 37.000 und Schaden schon mit dem ersten, die ersten Schläge, die wir da absorbieren. So, jetzt mal gucken wir einfach mal. So, ne, das sieht doch schon ganz nice aus hier, ne? Ja, 74.000 Schaden absorbiert das Schild schon. Ist sehr, sehr nice. Also man muss echt sagen, der Todesritter hatte wirklich sehr, sehr geilen Loot, ne? Die Hose, sehr geil, auch mit einer richtig guten Verderbnis drauf. Und ja, auch die Schultern jetzt sehr geil gedroppt. Richtig geile Azeri-Trades auf jeden Fall drauf. Nun gehen wir einmal weiter und gucken einmal bei dem Paladin, ob der mehr Glück hat oder ob er weniger Glück hat, was seine Weekly Chest hier betrifft. Und nun sind wir auch mit dem Paladin an unserer Kiste. Und ich hoffe, dass der auch eigentlich einen, ja, guten Loot zieht, ne? Also für seine Verhältnisse auch eine Hose. Na, bin ich doch mal gespannt. Und die Halskette geht auf 83 zu. Kann er sich dann schon was leisten? 4.400 und kann er leider noch nicht. Naja, ist auch nicht ganz so tragisch. Eine Hose auf jeden Fall gezogen. Da gucken wir mal rein. Vielseitigkeit ist drauf, Meisterschaft ist drauf, schwerwiegend ist drauf, also Crit aus allen Quellen. Ja, ich würde mal sagen, ne, also ein bisschen mehr Vielseitigkeit könnte man nehmen, auf jeden Fall. Tempo, ja, geht dann ein bisschen runter. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie das mit dem Tempo sich verhält. 24%, ja, weniger, also 24% Tempo dann. Für im Gegensatz, wie viel Meisterschaft? 2% Meisterschaft.
haben 2% Vielseitigkeit, kriegen wir dazu. Wir verlieren aber 3% Tempo. Ne? Also ich sag mal, 15% Vielseitigkeit ist schon sehr, sehr nice. Schwerwiegen können wir eigentlich runter machen. Weil Crit aus allen Quellen benötigen wir hier mit dem Paladin nicht. Wir haben hier noch Resans Auge drinne. Wir haben, glaube ich, sogar einmal, haben wir irgendwo sogar Tempo vielleicht drinne. Haben wir jetzt nicht, wir haben jetzt Crit drinne. Aber auf jeden Fall so im Großen und Ganzen geht das auch noch mit 24% Tempo, obwohl ich eher noch ein bisschen mehr Tempo hätte. Aber an sich jetzt nicht mega krass schlechter Loot. Ja, wir können hier zum Beispiel noch theoretisch gucken, wenn wir jetzt hier den Ring anlegen, dann dürften wir wieder ein bisschen höher auch hier in Tempo gehen, werden dann in der Vielseitigkeit aber wieder auf 11% runter. Ne? Ich meine, Vielseitigkeit ist nicht so mega wichtig beim Paladin. Klar, ne, im Haiki-Bereich ist es schon relevant, ne, wie hoch man in der Vielseitigkeit schon geht. Wenn ich da jetzt aber noch einmal Dings drauf verzaubere, zum Beispiel Vielseitigkeit, ne, dann haben wir da auch wieder 12%, dann sind wir trotzdem bei 26% Tempo. Das ist in Ordnung. Ist in Ordnung, der Loot. Wir gehen einfach hin und werden einfach die Verderbnis runternehmen. Dann haben wir auch das Maximale wieder an Life. Dadurch, dass der Ring hier 445 ist. Der hier ist zwar 450, da gehen wir ein bisschen runter. Aber die Hose gibt uns einfach wieder einen guten Schub. Auf jeden Fall an Leben zurück. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Items brauchen wir jetzt noch nicht kaufen. Wir haben alles hier 465. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir einfach mal weiter. Werfen wir mal einen Blick einfach bei unserem Heal-Druiden in die Weekly Chest rein und gucken mal, wie das bei unserem Heal-Druiden heute aussieht. Ob er wenigstens was Geiles gezogen hat oder auch eher nicht. Kratze, kratze, Katze, sie kratzt an der Kiste. Und wir bekommen eine Hose. Ich glaube, heute ist Hosentag, Leute. Ja, ne, heute ist Tag der Hosen. Ne? Wusstet ihr das? Ne? Also heute gibt es nur Hosen. So, die waren anscheinend im Ausverkauf einfach. Da gucken wir mal rein. Ja, die ist eigentlich völlig whip. Ne? Also hier haben wir jetzt Vielseitigkeit Meisterschaft. Ne? Hier haben wir jetzt Meisterschaft ist schon mal gut. Ne? Man sollte sowieso was haben. Vielseitigkeit ist jetzt nicht so mega wichtig. Hier haben wir jetzt nochmal Lehrenritual Rang 2. Also die Hose ist halt einfach mal völlig crap. Ne? Also die Hose ist einfach Müll. Die können wir halt einfach auch direkt, könnte man die wieder entsorgen gucken. Gegenstand Items brauchen wir hier nicht. Ja, dann war das auf jeden Fall mal ein Reinfall. Also ein wirklich Reinfall, mit dem man einfach nichts anfangen kann. Ne? Also Lernritual Rang 2 lohnt sich hier halt einfach nicht. Crit lohnt sich nicht. Vielseitigkeit lohnt sich auch nicht. Daher war das für den Druiden einfach ein absoluter Reinfall. Nun gehen wir auf den zweiten Krieger und schauen einfach mal da rein, wie es da bei uns aussieht. Ja, ne, was würde ich sagen? Was sagt er? Hä? Ich sag eine Hose. Eine Hose wäre doch geil, Leute. Eine Hose. Handschuhe. Jetzt bin ich aber gespannt, was wir auf den Handschuhen denn haben. Hier haben wir Vielseitigkeit, Meisterschaft, wieder eine Lehre Rang 3. Absoluter Schmutz. Hier ist einfach Crit und Vielseitigkeit drauf. Hier ist halt einfach Meisterschaft und Vielseitigkeit. Ja, ne, wir haben jetzt 33% Crit. Wir müssen natürlich immer mal gucken, wie viel fallen wir. Auf 31 werden wir runterfallen. Das hier rentiert sich einfach nicht. 2% Crit einzubüßen lohnt sich meiner Meinung nach einfach gar nicht. Items können wir auch noch nicht kaufen. Also sind wir hier auch schon fertig. Dann geht es weiter. Ja, dann haben wir noch den guten Jäger jetzt. Und gucken wir mal bei den Jäger rein, wie es da denn aussieht. Ey, heute ist die Kiste richtig scheiße. Ja, ne, würde ich mal sagen, werfen wir mal einen Blick beim Hunter rein. Der hatte auch, Handgelenke. Was war da drauf? Tempo, Vielseitigkeit, ne. Hier ist halt einfach Crit Mastery drauf. Lohnt auch nicht. Auch für den Hunter ebenfalls einfach nur Crap. Na. Und zu guter Letzt muss ich sagen, Leute, habe ich sogar noch gestern mit meinem Monk Tank, der ja noch gar nichts hatte, eine 10er Weekly Chest ihm erspielt. Nun bin ich gespannt, ob er wenigstens was bekommt, was er gebrauchen kann, denn heute ist der Loot mehr als nur bescheiden. So, und nun darf auch halt. Ich muss mal gucken, ob ich die Beutespezialisierung richtig habe. Oh. Holy fucking shit, ey, das wäre jetzt schlecht gewesen. Machst du auf und hast einfach einen Müll drin gehabt, weil das für die. Ein Ring, ja, ein Ring. Kann der eigentlich immer gebrauchen, auch wenn er wahrscheinlich, das ist der aus, sagt schon, aus Schreien des Sturms. Also Crit brauche ich jetzt nicht,
Problem ist halt einfach, ne, dann nützt mir an sich wirklich auch nichts, weil ich habe hier einfach einen Ring mit Tempo drauf. Tempo braucht man jetzt nicht als Monk, ne, das ist mit 13% ist das schon vollkommen in Ordnung. Na, aber ich brauche halt einfach Vielseitigkeit, ne? Und wir haben ja einfach zwei Ringe mit Vielseitigkeit, obwohl ich die Meisterschaft auch noch ein bisschen nach oben drücken möchte. Na, aber der Ring hier zum Beispiel, der Kronstreik-Siegelring, hat halt einfach ein bisschen Vielseitigkeit. Na. Hier ist Lebensraub drauf, das ist natürlich trotzdem nett. Na, ein bisschen Meisterschaft ist auch nicht verkehrt. Aber wir würden jetzt halt einfach mal gucken, wie viel wir einbußen. 3% Vielseitigkeit, das wäre natürlich einfach Shit. So, gehen wir einfach jetzt einmal runter und kaufen uns mit dem Monk noch Sachen für Titanresidium. Also würde ich sagen, sehen wir uns da gleich. Obwohl, wir können einfach mal eine Runde runterfliegen und einfach mal so Revue passieren lassen und einfach mal uns sammeln. Wie lief's denn jetzt? Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen lief's eigentlich heute mal wieder richtig scheiße. Ja, der Monk läuft seinen ersten Zehner, ne? Man denkt sich jetzt so, ja nice, ne? Da könnt ihr etwas richtig Geiles droppen. Da droppt einfach 465er Item. Ne, droppt aber einfach scheiße. Ne, für den Jäger war es einfach Crap, für den Twin-Krieger war es einfach Müll, für den Main-Krieger war es halt einfach Müll. Also im Endeffekt für den Heal-Druiden sogar war es nur Müll. Also im Endeffekt für jeden Char heute, abgesehen für den Todesritter, muss man einfach mal sagen, hat eigentlich im Großen und Ganzen jeder nur Scheiße gezogen. Ne? Also keiner hatte wirklich Glück heute, was das Looten anging, muss man leider auch mal sagen. Da war heute einfach nur Abfall drinne. Aber so ist es halt manchmal, wollen wir jetzt nicht klagen. Ne? Eine Woche hat man Pech, die andere Woche mal wieder Glück und die andere Woche, die kriegt man Gandhi. So, nun wollen wir gucken. Ich würde sagen, weil der Cop hat einfach Biss-Trades drauf. Ne? Der hat richtig geile Trades drauf. Dass wir einfach mit der Brust anfangen. Die hat zwar auch sehr gute Trades drauf, wir brauchen aber da nur wenigstens einmal News aus Training. Hier müssten wir nämlich noch kochendes Bräu auch noch ziehen. Wenn wir das nicht ziehen würden, wäre das halt einfach Shit. Also fangen wir mal mit einer kleinen Brustplatte an. Wie klein sind die denn? 4,45? Na, gucken. Vielleicht ziehen wir nochmal eine kleine 4,45er Brust raus. Na, also erstmal fangen wir hier an mit einer 4,60er Brust. So. Dann haben wir wenigstens die Möglichkeit zu sagen, dass wir reingucken können, da sehen wir jetzt schon, da ist halt einfach nur Schrott drauf. Die werden wir jetzt kaputt machen und dann sehen wir uns gleich nochmal beim Händler wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Eine Brustplatte darf es jetzt noch einmal sein. Wenn die jetzt nichts ist, ja, dann ist es einfach nichts. Ne? Ja, was soll ich sagen? Einfach nur Schmutz. Das ist einfach nur Schmutz. Also man könnte es jetzt sagen für Leben, ne? Aber weiß nicht. Also ganz ehrlich, ja, wie die Ausbeute nun heute war, habt ihr selber gesehen. Die Ausbeute heute auch bei den Azerith-Rüstungen allgemein und auch die Weekly-Chest und die Azerith-Rüstungen hier war einfach mega, mega scheiße. Aber so ist es halt manchmal. Sogar mit einem Twink, der mit einer Gegenstandsstufe von 440... 4,46, der einfach wirklich die Chance hätte, ein Item zu bekommen auf der Gegenstandsstufe 4,65, was sich gelohnt hätte. Ja, man kriegt natürlich einen Ring, der einfach Bullshit ist. Ne? Das ist immer Mist. Genau wie beim Druiden, man zieht einfach Schrott. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr da draußen hattet wieder mehr Glück wenigstens in eurer Weekly Chest. Wenn ja, auch wenn nicht natürlich, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie sah eure Weekly Chest für diese Woche aus. Würde mich einfach mal wieder interessieren, wenn das Video euch natürlich wieder gefallen hat. Ihr wisst, meine Freunde, Support ist kein Mord. Dann lasst mir einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass das Video euch gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr von mir gar nichts mehr verpassen möchtet, so könnt ihr jederzeit gerne unten rechts einmal auf Abonnieren drücken. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein. Ich bin raus, euer Brocken.